lotzische Krieger. Über ihnen sind die alten Könige von Lotzis und gewähren ihnen Schutz. Der erste König von Lotzis war Somnus Lotzis Kailum. Aber dass er einen Bruder hatte, es heißt, dass der erwählte König des Lichts die Welt von der Finsternis befreien wird. Wenn das wirklich wahr ist, dann verspricht sich Lotzis danach mit Sicherheit die Weltherrschaft. Wir können uns nicht auf Legenden verlassen. Wir vertrauen auf Technologie, um die Welt im Gleichgewicht halten zu können. Wird dann automatisch anders beleuchtet. Finde ich cool. Coole Idee. Die Figur ganz oben soll vermutlich die Kanagi darstellen. Das Haus der Flurees ist eines der ältesten der Welt. Ihm entsprang die erste Kanagi, Dera Mirovs Flurees. Die Kanagi besitzt die Gabe, mit den Göttern zu reden. Auf diesem Bild erscheint sie als Göttin, die das Licht bringt. Die Frage ist, ob sie uns freundlich gesinnt ist oder ob wir sie bezwingen müssen. Links und rechts sind die Astrale abgebildet. Ifrit, der für den Astralkrieg verantwortlich gemacht wird, ist nicht abgebildet. Nach meinen Erfolgen in der Sicherforschung könnte ich endlich das große Rätsel, was die Kraft der Götter ausmacht, entschlüsseln. Es bleibt nur eins. Wir müssen die beiden Elemente kombinieren. Wenn die furchterregenden Monster, die hier abgebildet sind, Sicher darstellen sollen, dann ist es vorstellbar, dass Sicher das Ende der Welt herbeibringen könnten. Allerdings nicht, wenn wir uns ihre Kräfte selbst zunutze machen. Die Götter und die Könige von Lotzis friedlich vereint im Kampf gegen das Böse. Also, das ist Ausdruck. Oh. Welches? Ich? Oh ja. Hätte ich drauf geachtet. Dankeschön, Chat. Leuchtende Bücher. Das sind die besten. Okay. So. Ich darf wohl schon so gut. Hauptsache, es gefällt dir, mein Schatz. Wie viele Tagebücher schreibt der denn? Achtet darauf, wo ihr hintretet. Ja, da müssten wir jetzt alles Funkelnde eingesammelt haben. Das erste Mal, dass Sicher als neue Lebensform registriert wurden, liegt nun etwa 200 Jahre zurück. In alten Schriften finden diese Kreaturen jedoch schon vor 2000 Jahren Erwähnung. Sie galten als Überträger einer unheilbaren Krankheit. Sicher sind die Wirte parasitärer Lebensformen, die auf Lebewesen übergehen und bei diesen Mutationen hervorrufen können. Sie geben zudem antisolare Partikel ab. Die Verbreitung dieser Partikel ist als Astralplage bekannt. Er war sehr fleißig, immer Erinnerungen festhalten. Das ist gut, das ist gut. Diese Gipsreplika wurde aus dem Abguss eines Abdrucks erstellt, der im Schlick von einem echten Sicher hinterlassen wurde. Da sich Sicher nach dem Sterben in antisolare Partikel auflösen, wird davon ausgegangen, dass dieses Exemplar bei Austrocknen des Schlicks noch am Leben war. Nicht selten vergraben sich Sicher, die generell sehr lichtempfindlich sind, im Boden, um der grellen Sonne zu entkommen. Ist es ihm möglich, tagsüber zu agieren? Ich
vermute zwar, dass sein Körper genau wie andere sicher Schaden durch das Sonnenlicht nimmt, doch seine regenerativen Fähigkeiten sind so beeindruckend, dass er es erträgt. Dieses Licht, es ähnelt dem Licht der Sonne. Ich muss meine Haut möglichst bedeckt halten. Die Artgenossen sind hin. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich kann hier nicht springen. Es könnte sehr gut sein, dass er das nicht kann. Adagium. Ein Name, den der erste König von Luzis vor 2000 Jahren einem Wesen gab, ehe er es verbannte. Der Inbegriff übermenschlicher Kräfte. Ein Wesen, das nicht umgebracht werden konnte. Der König von Luzis fürchtete es so sehr, dass er versuchte, es für immer wegzusperren. Er brachte es zur Mikage-Insel, dem Ort, der Menschen mit Göttern verbindet. Ich fühle mich vom Universum gesegnet, denn mir ist es gelungen, Adagium, das 2000 Jahre gehütete Geheimnis von Luzis, zu befreien. Nachdem Blitz und Rogen unzähligen den Zutritt verwehrten, öffneten sie mir an jenem Tag einen Weg zur Insel. Ich habe viel über Adagium zu lernen, doch schon als ich ihn im Kampf auf der Mikage-Insel beobachtet habe, wusste ich, dass er eine Kraft besitzt, die all meine Vorstellungen überstieg. Ich bin wahrlich vom Universum gesegnet. Spinner. Wirklich wundervoll. Selbst in gut erhaltenen Schriften gab es nur wenige Verweise auf eure Existenz. Ich war mir bis zuletzt nicht sicher, dass ihr Realität seid. Dank euch mache ich gute Fortschritte mit meinen Forschungen. Bitte, hier entlang. Ich komme, ich eile. Ich lege Rast ein. Klingelingeling. Na, endlich setzt sich mal einer auf eine Bank. Endlich. Ja, er hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Oder kann man sagen, nicht mehr alle Chocobos im Stall? Ja, das passt besser. Endlich mal eine Bank hier, du. Im ganzen Spiel. Nur einmal auf einer Bank gewesen und da konnte man noch nicht mal Tee schlürfen. Unsere Welt, aus der Sicht eines Gottes betrachtet, das ist eine Karte unseres Landes. Obwohl ein Teil davon nicht zu Niflheimer Territorium gehört, noch nicht. Seht euch ruhig um. Ich hab mich schon umgesehen. Ich möchte euch etwas zeigen. Folgt mir bitte. Wir haben am Ravatoga einen interessanten Fund gemacht. Wenn mein Experiment erfolgreich ist, dann erhaltet ihr womöglich Antworten auf eure offenen Fragen. Hier entlang. Offene Frage. Wie werden die Zahlen? Was ist die Geheimzutat von dem Krabbenburger? Was ist das? Der Feuergott Ifrit. Oh. Du hast einen Gott hierher gebracht. Er schlief tief und fest, wie es in den Legenden stand, konserviert in festem Eis. Könnt ihr ihn zum Sicher machen? Ifrit, zum Siecher? Wäre er ein Siecher, könnten wir ihn uns unterwerfen und an ungeahntes Wissen gelangen. An die 2000 Jahre alten Erinnerungen eines Gottes, an Geheimnisse, die Götter nie mit der Menschheit teilen würden. Ihr habt doch Fragen, oder etwa nicht? Dieses Experiment ist der erste Schritt, Ifrit wiederzubeleben. Du leidest unter Größenwahn. Ich glaube, ihr unterschätzt mich und meine Fähigkeiten. Vertraut mir ruhig.
Uncool. Erinnert mich aber auch in Transformers Teil 1. Mir gerade schon eingefroren. Früher lag genau an diesem Ort Solheim. Die Zivilisation im goldenen Zeitalter der Technik. Hätte sich das Volk nicht gegen seinen Gott aufgelehnt, würde es wohl noch immer den Wohlstand genießen. Nee, da liegt wirklich kein Mut. Und du willst sie nachahmen. Ich will sie übertreffen. Er quatscht genauso laut, als ob er neben mir wäre. Das finde ich voll toll. Ihr mir leihen werdet. Sicher und Magitek. Diese beiden Elemente werden uns den Weg in die Zukunft weisen. Also eine Frage, hast du deine Pillen schon genommen? Ne? Ab hier gibt es kein Zurück mehr. Bist du bereit? Ja, ich kann doch eh nichts machen. Hat er, glaube ich, länger schon nicht mehr genommen, ja? Gummitrupp, Adagium gesichtet. Ich habe gerade Gummitrupp verstanden. Keine Durchsagen mehr bis Kampfende. Seid ihr hier, um mich zu töten? Wenn es noch möglich ist. Was meinst du, warum er eingesperrt war? Man kann ihn nicht töten, jedenfalls nicht ihr. Autschi! Ja, ja, das Ding zu steuern ist nicht gerade einfach, ehrlich. Wenn wir das schon kostenlos haben. Ah, ich habe hier auch noch einen Wop-Angriff. Was ist Scheiße? Spektralbalken. Erfolgreiche Mutationsangriffe füllen an Spektralbalken. Seine Waffen können eine stärkere Barriere bilden, die seine Angriffskraft erhöht. Ich würde mal sagen, er schummelt. Das ist ganz schön. Das Böse redet in ihm. Autsch! Verdammt. Hey, ist einer von den Bösen, klar schummelt er. Ja. Oh, da ist jemand wach geworden. Spektralschatten, dein Spektralbalken ist voll. Du kannst jetzt Spektralschatten einsetzen und so deinen Gegnern enormen Schaden zufügen. Kann ich nicht den Großen als Gegner nehmen? Krass.
Tamagotchi? Auch mal nicht weg. Eine heiße Sohle. Don't touch me. Segne mich. Gib mir die Kraft, Somnus und sein Land in Asche zu legen. Nun mach schon. Das ist ja auch. War ich vom Kristall zum König erwählt worden? Ja, was er nimmt, der sollte weniger nehmen. Vergib mir. Ich weiß. Ich habe Somnus gesagt, wen von euch beiden die Götter zum König erwählt hatten. Aber ich wusste doch nicht, dass er dich töten würde. Somnus hat alle belogen, um selbst König zu werden. Für seine Lüge musstest du sterben. Nein, hör mir zu. Ich habe deine Zukunft zerstört. Es ist meine Schuld. Darum musste ich für meinen Fehler büßen. Dich griff keine Schuld. Ifrit, antworte mir. Wieso habt ihr uns dieses Schicksal? Erfülle deine Bestimmung. Bestrafe mich für meine Sünde. Tu es. Hera. Töte mich. Los, Aden, töte sie. Erlöse das Monster von seinem Todeskampf, so wie ich es einst tat. Nein, das kann ich nicht. Meine Bestimmung ist es, Leben zu retten. Du machst sicher aus Menschen. Du rettest niemanden. Bitte, Aden. Lebe weiter. Wie könnt ihr? Nicht einmal so eine leichte Aufgabe bringst du zu Ende. Boah, das ist so nie zu schaffen. Alter, das ist so gemein. Und wieder konntest du sie nicht retten. Wir? Ein Monster wie du tötet Menschen, statt sie zu beschützen. Ha ha ha.
Auch wenn ich dich nicht töten kann, werde ich alles zerstören, was du erschaffen hast. Ja, das sind die Leute, die ihre eigene Sache haben wollen. Missgunst, Neid. In ihrer eigenen Welt leben. Sieht ungesund aus, geh mal zum Arzt. Niflheim machte drastische Fortschritte in der Sicherforschung und begann mit der Produktion der Magitek-Infanterie. Der Erfolg wurde vor allem Ardin Isunia zugeschrieben, woraufhin dieser zum Kanzler des Imperiums ernannt wurde. Nach mehr als 100 Jahren Krieg kippte das Gleichgewicht zwischen den beiden Ländern zugunsten Niflheims. Lucis blieb keine andere Wahl, als den magischen Wald zu verkleinern. Kurz darauf verstarb König Mors. Sein junger Sohn Regis übernahm daraufhin das Amt des Königs. Ardin Isunia verwandelte unaufhörlich mehr Menschen in Sicher und nahm ihre Erinnerungen in sich auf. So sammelte er Informationen über Lucis. Doch die unzähligen Erinnerungen anderer Menschen hinterließen ihre Spuren. Ardin Isunia war auf einmal ein völlig anderer Mensch. Die Jahre vergingen, bis eines Tages die Stunde der Rache für ihn kam. Einen schlechten Burrito gegessen, also. Ja, dem helfen, dem kann wirklich kein Arzt mehr helfen. Vielleicht ein Psychologe. Aber wenigstens habe ich in der Arena gewonnen und die Schattenwölfe haben Fianna und mich verschont. Ein Glück. Ja, natürlich will ich den Spielefortschritt speichern. Ja, und ich will ihn auch überschreiben. Oder er hat sich vegan ernährt. Ja? Ja? Komm gut hin. Aus Ifrits Erinnerung erfuhr Ardin, dass er ursprünglich zum König auserwählt worden war. Doch nun verraten von seinem eigenen Bruder, allein in einer Welt ohne seine geliebte Verlobte, die sich für ihn geopfert hatte, war in Ardins Herz nur noch Hass und Reue übrig. Ardin blieb nur ein Weg, gesäumt von Blut und Finsternis. Ja, wenn man nicht lieb kann, ne, dann muss man halt durchdrehen, ne. Und dann auch in diesem Universum hat der Ladebalken immer noch die meiste Macht. Okay, daraus werde ich jetzt nicht schlau, Alisea. Kapitel 3: Die Rache des Erlösers. Ja, Feuer! Oh, hallo! Könnt ihr mich sehen? Tut mir leid, euch bei euren Festlichkeiten zu stören. Liebe Bürger von Lucis, heute an diesem feierlichen Tag wird euer Königreich untergehen. Hoffen wir. Gleiches muss mit Gleichem.
Wer ist das? Das wissen wir nicht. Mann, war ist mal jung. Verstehe. In jedem Fall ein Feind von Luzis. Ich gehe. Einen Feind dulde ich hier nicht. Wow, ist da ein Regis-Spiel. Cool. Er ist danach verrückt. Nee, er hatte nur eine Liebe. Ach man, ich hab gedacht, ich dürfte Regis spielen. Diesmal macht es Spaß, böse zu steigen. Greifst du mich da hinten an? Habe ich das bei dir gemacht? Damit ich dich besser fressen kann. Gefällt mir. Deine Kommandobalken ist voll. Wähle mit blablabla ein Kommando aus. Ja, das ist ja. Ifrits Kommandos. Setze ein Kommando ein, um Ifrit herbeizurufen. Nach Anwenden deines Kommandos verschwindet er wieder. Du kannst ihn jedoch durch erneute Anwendung von Kommandos beliebig oft zu Hilfe rufen. Olga? Cool. Ifrit. Und ich ihn dadurch nicht auflutschen. Habt ihr jetzt erst mitgekriegt, dass das Ifrit ist? Doppellutschangriff. Atsch! Das hasse, wenn man da. Man wollte ja eigentlich einen Warp-Angriff machen, aber. Du musst die Verstärker für den magischen Ball ausfindig machen und zerstören. Schon klar. Ich werde dich nicht enttäuschen.